Ein Mann aus einem kalten Land im Norden reiste in ein warmes im Süden. Er war ein kluger und neugieriger Mann, der gerne alles wissen wollte. Also hatte er sich auf den Weg gemacht, um über das Gute, das Wahre und das Schöne zu lernen. Doch am Abend, wenn die Sonne unterging, lebte die Stadt auf und mit ihr der Mann, ja, selbst sein Schatten. Was war das? Wo kommt die Musik her? Vielleicht kann mein Schatten dort hineingehen. Geh du nur hinein. Ja, geh nur. Und komm zurück und erzähle mir, was du siehst. Mit wem habe ich die Ehre? Nun, ich dachte mir schon, dass Sie mich nicht erkennen würden. Ich habe einen Körper und Kleider bekommen, wie ein richtiger Mensch. Ich bin Ihr alter Schatten. Aber das ist ja... Komm doch herein! Was ist denn eigentlich im Haus gegenüber passiert? Was hast du gesehen? Bitte, erzähl! Gereift kam ich heraus. Aber sie waren nicht länger in den warmen Ländern. Ich schämte mich, als Mensch zu gehen, wie ich ging. Ich brauchte Stiefel, Kleider und alle diese Äußerlichkeiten. Und nun sage ich auf Wiedersehen. Hier ist meine Karte. Ich wohne auf der Sonnenseite und bin bei Regen stets zu Hause. Ungefähr ein Jahr später kehrte der Schatten zurück. Sie verstehen sich nicht auf die Welt. Das ist es, was sie krank macht. Sie sollten einen Kuraufenthalt in Anspruch nehmen. Ich werde im Sommer solch eine Reise tätigen. Wollen Sie mit? Ich hätte gerne einen Reisekamerad. Ich habe ja keinen Schatten. Vielleicht sollten Sie mich als mein Schatten begleiten. Und so begaben sie sich zusammen auf die Reise.